Heute geht es um die perfekte Nude-Lippenstift-Kombination. Es war ein Wunschvideo von euch, denn es sollte alltagstauglich sein, nicht zu übertrieben, pflegend und haltbar. Ich habe für euch 10 Kombinationen rausgesucht mit Lip Liner und Gloss und Verstärkung habe ich auch dabei. Und zwar, das ist meine liebe Nichte Fiona. Fiona hat jetzt gerade ihr Abi gemacht und geht für ein Jahr ins Ausland. Und da mussten wir uns natürlich unbedingt noch mal vorher sehen. Und dann haben wir so Frauensachen gemacht. Ja. Das ist Fiona. Hallo. Fiona ist jetzt, wie gesagt, bei mir in Düsseldorf. Und ja, wir machen viele schöne Sachen. Wir schminken uns auch und gehen shoppen und so weiter. Und da haben wir zum Beispiel eine super Kombination gesehen, weil wir unterwegs waren. Und die Fiona zeigt euch gleich mal eine ganz, ganz tolle Lippenkombination. Natürlich hat sie perfekte Lippen, keine Frage. Bei uns ist es halt im Alter so, sie sind nicht mehr ganz so unterpolstert, aber da gebe ich euch gleich den ein oder anderen Tipp. Und sie hat jetzt erstmal von NYX diesen ganz tollen Lip Liner, den gibt es in der Drogerie. Das ist Pickelboom Neutral, so heißt die Farbe. Ich verlinke euch auch alles unten. Und sie zeigt jetzt mal, wie das aufgetragen ist. Das ist also eben hier dieser Stift. Ich mache euch jetzt auch mal hier so einen Swatch auf die Hand. Es ist ein bräunlicher Nude-Ton, der aber so ein ganz, ganz kleines bisschen etwas ins Rosé-Farben hat. Und bei meiner Kundin habe ich diesen tollen Bobbi Brown gesehen und das ist also ein Öl-Gloss. Das ist die Farbe Free Spirit. Gebe ich jetzt auch mal als Kombination da so drauf. Und schaut euch mal an, wie fühlt sich's an auf den Lippen? Der fühlt sich sehr, sehr schön. Also wie gesagt, der gefällt mir ja super gut und ist auch sehr glossy und die Farbe ist wirklich sehr, sehr schön. Sieht natürlich toll aus, ne? Muss ich auch sagen. Und ich geh mal so ein bisschen näher ran mit dem Swatch. Und wer jetzt diese Farbe vielleicht noch ein bisschen mehr Nude-Farben haben möchte, kann auch die 670 von Trended abnehmen, denn der Ton, der ist ein bisschen bräunlicher, ist zwar etwas abweichend, aber sieht auch super gut auf der Lippe aus. Ja, ist das schon mal eine erste tolle Kombination. Aber deine gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja, den kannst du auch gerne mal zeigen. Ja, den zeige ich auch mal. Das ist tatsächlich einer meiner Lieblingslippenstifte. Den habe ich, als ich in Mailand war, entdeckt und habe ich gedacht, ah, ja, den nimmst du unbedingt mit. Und zwar ist das auch so ein beige-nude-farbener und das ist so ein ganz, ganz cremiger Lippenstift. Und das Besondere daran ist, dass der jetzt so ganz, ganz minimale Schimmerpartikel hat, dass der die Lippe auch so schön strahlen lässt und polstert die ein bisschen auf. Ich nimm das jetzt noch mal kurz drüber. Und du siehst, da braucht man gar nicht unbedingt einen Gloss, weil das Ganze schon schimmert. Und das ist die 101. Und ich habe jetzt entdeckt, dass es die sogar hier bei Douglas gibt. Also man muss nicht nach Italien. Und es gibt auch den passenden Lip Liner dazu. Und ich mache das immer so. Jetzt habe ich natürlich altersbedingt nicht mehr so tolle Lippen, wie Fiona die hat. Aber ich gehe immer von außen nach innen. Das heißt also, ich gehe von außen nach innen. Dann macht die Lippe so einen leichten Bogen. Dann presse ich die Lippen ein bisschen aufeinander und male das Lippenherz gar nicht mehr so aus, sondern mache hier so eine etwas geradere Linie. Und dann gibt es auch so ein bisschen Schmollmund. Und was ich auch mache, ich nehme den Lip Liner danach. Ich nehme den nicht davor, sondern ich nehme den danach und gleiche nochmal so Unebenheiten aus. Ich zeige es nochmal schnell. Gehe hier ein bisschen drüber und dann presse ich zusammen und gehe so ein bisschen gerade drüber. Und da muss ich sagen, kommt das so ein bisschen mehr raus, denn das ist also ein Zeichen von Jugendlichkeit, dass man so pralle Lippen hat. Deshalb spritzen sich ja viele die Lippen auf. Wir machen das nicht und ich mache das einfach mit Kosmetik und sie hat sie halt einfach noch so schön. Und die dritte Kombination, auch eine meiner Lieblingskombinationen, die nehme ich unheimlich gerne, wenn ich eine Braut habe. Und zwar, das ist Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury hat den Pillow Talk. Den gibt es also schon wirklich sehr lange, aber es ist so ein toller Lippenstift, da geht kaum was drüber. Ich zeige euch mal die Farbe, gehe mal ein bisschen näher ran. Und ja, ist super schön. Da gehe ich immer hin und nehme also diesen rosanen Stift hier. Das ist auch der Pillow Talk. Und um da wieder so ein bisschen mehr Lippenvolumen zu zaubern, nehme ich nochmal diesen Nude-Stift.
den gebe ich außen rum. Die Kombination zeige ich euch jetzt gleich, aber ich muss sagen, es ist wirklich nicht günstig. Also es hat schon seinen Preis, es ist toll. Wer Charlotte Tilbury von euch kennt, weiß, dass es ein High-End-Produkt ist, sehr hochpreisig, auch schön lang anhaltend. Dann ist es natürlich so. Dann wäre es auf jeden Fall gut, dazu auch noch eine günstigere Variante zu haben. Besonders auch für Studenten, also aber auch für jedermann natürlich. Genau, für jedermann, weil es ist ja tatsächlich so, nicht jeder möchte oder kann sich auch einen Lippenstift für über 30 Euro kaufen. Ja, das ist aber schön. Wir haben tatsächlich für euch einen ganz tollen Tube gefunden. Und zwar ist es einmal hier diese Nummer 25 von Trend It Up und die Viona, die trägt den nochmal auf. Und da gibt es auch den Kloss mit dazu. Und von Alverde habe ich hier also auch noch einen ganz tollen Lip Liner. Wie gesagt, alle Kombinationen schreibe ich euch unten in die Infobox. Die Viona nimmt den jetzt. Ja, ich nehme den anderen. Jetzt müssen wir uns beide mal ganz kurz eben die Lippen einmal wieder abschminken. Der Unterschied oft bei den teureren Sachen liegt einfach in der Haltbarkeit auch. Mhm. Das heißt, dass man also bei den günstigeren Sachen hat man oft also auch ein gleich schönes Ergebnis, aber meist hält es nicht so lang. Da kann man auch die Lippe ganz ausmalen mit. Jetzt nehme ich mal den Lippenstift. Also wie gesagt, der ist ziemlich ähnlich, ne? Wenn ich das jetzt mal hier so zeige. Mhm. Ein bisschen heller ist ja, aber schaut euch das mal an. Da ist kaum Unterschied, ne, oder? Ne? Ja. So, bitte. Danke. Im Übrigen für den Alltag nehme ich auch die günstigere Variante, weil, wie gesagt, also das nehme ich schon mal gerne für eine Braut. Das ist jetzt quasi der Lip Liner mit dem Lippenstift. Und damit ich ein bisschen mehr Volumen habe, mache ich mir so einen 3D-Effekt. Bei dem 3D-Effekt nehme ich mir immer hier diesen beigen, das brauchst du jetzt nicht. Aber wer so ein bisschen schmalere Lippen hat, ne, der kann dann quasi mit dem beige nochmal rüber. Und da gehe ich quasi hier unten drunter etwas entlang. Ja. Und die volle Lippe, die du hast, ne, die male ich mir jetzt nochmal so drüber. Und dann ist es so, wenn das sind ja beides jetzt matte Stifte. Genau. Wir können jetzt mal so ein bisschen Gloss noch drüber machen. Denn bei dem Gloss ist es so, du brauchst es jetzt nicht, aber wenn du ein bisschen reifere Haut hast und ein bisschen schmalere Lippen, dann macht sich echt immer ganz gut, wenn man noch so ein bisschen hier so einen leichten Glosspunkt setzt. Einmal in die Mitte und einmal hier oben drauf. Und dann macht es auch noch mal ein bisschen eine vollere Lippe. Du kannst jetzt noch mal hier die Variante zeigen von dem Trended Up, weil das sind wirklich wunderschöne Produkte. Und da muss ich sagen, also die sind auch in der Drogerie oft immer ausverkauft, weil das wirklich eine reißende Nachfrage hat. Ne? Fühlt sich natürlich auch schön an, ne? Dieser Stift von Charlotte Tilbury. Also wie gesagt, wenn man ein bisschen investieren möchte oder mag die Firma einfach sehr gerne, dann ist es schon eine tolle Kombination. Aber die Variante gefällt mir aber auch sehr gut. Genau, die günstige Variante funktioniert auch, muss ich sagen. Und mal ganz ehrlich, lass mal da vorne in den Spiegel gucken. Die sind wirklich sehr ähnlich. Die sind sich echt sehr ähnlich, ne? Muss ich sagen. So. Aber was ja auch so eine Sache ist, also in der jetzigen Zeit, also viele Menschen sind ja sehr umweltbewusst und ich habe also auch Kunden, die sagen, also ich gehe jetzt zum Beispiel mit der Fox-Tox-App dann durch die Drogerie. Weiß nicht, ob du, kennst du auch? Kenn ich tatsächlich kennst noch du auch nicht? Das ist so eine App, die dir sagt, was für schädliche Stoffe in den Produkten drin sind. Oh, die sollte ich mir auch mal holen. Ja, das ist wirklich super. Und da kann man also zum Beispiel hingehen und kann schauen, ob diese Sachen unbedenklich sind. Denn du bekommst direkt eine Nachricht, also das und das und das funktioniert nicht so gut. Und dann habe ich also oft auch die Nachfrage, weil viele sind heute Vegetarier, ne? Du glaubst ja, ich auch. Meine Tochter ist, mag jetzt zum Beispiel vegan, also die probiert das aus. Und ja, deshalb möchte ich euch auch eine Variante zeigen von Naturkosmetik. Der Naturkosmetik, muss ich sagen, steht dem jetzt gar nicht mehr so nach. Der Unterschied bei der Naturkosmetik ist eben, dass es sehr viel natürlicher ist und dass die Deckkraft der Farben auch nicht ganz so stark ist. Ne? Die Viona zeigt euch jetzt eine beige-bräunliche Variante und ich zeige euch eine rosafarbene Variante, beide im Naturbereich. So, dann nehmen wir den Lippenstift nochmal ab. So, dann geht es weiter mit der Variante. Ich nehme einmal rosa.
Genau, ich habe hier das Beige, ne? Das Beige, genau. Und das ist jetzt so ein neuer Stift von Alverde. Du kannst ruhig schon mal auftragen in der Ja. Zeit, ne? Das ist jetzt so ein neuer Stift von Alverde. Jetzt muss ich mal gerade, ich habe mir natürlich Notiz gemacht. Ah, das ist der Lipgloss, die Nummer 40 von Alverde. Die Farbe heißt Rose Delight. Dieser neue vegane Lippenstift. Und der matte Lipstick heißt, wie gesagt, Rose Delight. Und das andere, was ich dazu habe, das ist dann auch nochmal der Lip Liner Berry. Den gibt es hier auch gerade, der ist super gut. Und die Nummer 40 hier von Alverde ist jetzt auch nochmal eine tolle Kombination. Erzähl mal nicht so lange, ich mach mal. Den kann man natürlich auch direkt mal so in der Handtasche mitnehmen. Fühlt sich sehr cremig an. Und Der riech hier mal da auch, ne? dran. Riecht Oh, voll der lecker. riecht echt Ne? gut. Der riecht Wow. so richtig schön. Ja, so ein bisschen wie so diese Mm, Hubba-Bubba-Kaugummis, stimmt, ne? Das stimmt. Ja. riecht so ein bisschen wie ein Kaugummi. Ganz cremig. Wie fühlt sich das bei dir an? Auch sehr, sehr cremig, wirklich. Schön, ne? Und ich finde, Sehr wenn man. gutes Gefühl, nicht Ja, trocken. ne, wenn man so Naturkosmetik auch nimmt und das ist direkt an der Lippe, der riecht jetzt nicht so, aber der roch ja eben jetzt Ja, echt der gut, ne? wirklich. Bei dir Ja. jetzt die Variante mit dem Genau, bisschen eher beige-braun. braun-beige, ne? Aber das ist auch der Lip Liner. Also wenn jetzt jemand mal so eine braun-beige Kombination möchte, dann passt das auch schön im Naturbereich. Und ich habe jetzt eher so diese rosafarbene Variante. Ist vielleicht auch je nach Lippe, ne? Wenn die Lippe ein bisschen kleiner ist, macht es die Lippe immer größer, wenn man heller ist. Und wenn man sehr große, voluminöse Lippen schon von Natur aus hat, kann man natürlich auch dunkle Farben tragen, ne? Und bei Nude ist es auch immer wichtig, dass es ein, zwei Töne von dem Hautton abweicht. Das heißt also, wenn der Lippenstift zu hell ist, wenn du jetzt blass bist und der Nude-Lippenstift ist zu hell, dann hat man den Eindruck, nee, mir steht kein Nude, ist aber nicht, du musst den richtigen Ton finden. Ne? Das ist nicht so einfach, aber da gebe ich mal den Tipp, einmal so ein, zwei Nuancen, bisschen heller zu gehen, bisschen dunkler zu gehen und nicht zu hell zu bleiben. Ne? So, okay, super. Dann machen wir den nochmal ab. Dann nehmen wir ein Augen-Make-up-Entferner. Funktioniert super. Denn durch das viele Reiben, ne, dass wir da jetzt nicht irgendwie mit den Lippen Probleme kriegen. So, jetzt haben wir mal, weil wir haben es ja jetzt schon fünfmal ab und angemacht, jetzt nehmen wir mal was Pflegendes. Also ich gebe jetzt mal der Fiona von Clarins eine schöne Kombination. Das ist erstmal hier von Pat. Pat ist, das ist eine Make-up-Artistin, das ist ein super haltbarer Lippenstift. Als ich für euch die Lippenstifte-Kombinationen ausgesucht habe, habe ich den wirklich fast nicht abbekommen. Ne? Das ist, also ich zeige das jetzt mal gleich. Das ist ein Lip Liner, der hält wirklich so gut. Der muss aber erstmal antrocknen, ne? Gebe ich dir mal. Und dann kriegt die Fiona von Clarins, das kennt ihr, Clarins ist eine Firma, die es auch in den Kosmetikinstituten gibt. Was da besonders schön dran ist, dass der so eine tolle also hier eine Auftragefläche hat. Die ist dann so ganz schmal. Und da muss man nur auf die Tube so ein bisschen drücken, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann kommt das vorne aber schön gefiltert raus. Kann man toll auftragen. Und Clarins, wie gesagt, tolle Firma auch ein bisschen hochpreisiger, aber sehr, sehr pflegend. Ne? So, ich nehme auch noch mal was sehr schön Pflegendes. Tolle Kombination, Voluminizer für unser Alter wieder von Dior. Also ein Lipgloss, der auch wieder einen schönen cremigen Anteil hat. Und das Ganze ist im Beige und hat so eine tolle Variante, dass sie aufplustert. Ne? Und dafür nehme ich jetzt hier von NYX den Lip Liner. Und zwar ist das Nude Trüffel von NYX. Das ist ein ganz, ganz toller Lip Liner. Super tolle Kombination. Fiona ist schon fertig.
Ist schon fertig? Super schön. Wie fühlt sich das an? Der fühlt sich auch sehr gut an. Das brauche ich ja auch oft mit meinen trockenen Lippen. Irgendwas pflegen, das ist da auf jeden Fall immer gut. Ja, da kannst du vielleicht mal erzählen, was wir vorhin gemacht haben von Alverde. Das kanntest du gar nicht, genau. Ne? Dieses Lippenpeeling. Mhm. Wir haben natürlich unsere Lippen ein bisschen vorbereitet. Gepreppt. Genau, wir haben sie gepreppt. Genau. Das wollte ich sowieso, das war ein gutes Stichwort, nochmal sagen. Wenn ihr Lippenstift auftragt, ja, dann sollen die Lippen natürlich auch immer ein bisschen schön geglättet sein. Also wenn ihr Probleme habt, dass also ihr schon fast so Fetzen hier... Ja, an so den, wie ich ja, zum Beispiel. Heute Morgen noch, aber wie gesagt, wir haben es gut in den Griff gekriegt. Das war von Alverde ein Lippenpeeling. Und dann haben wir so schön die Lippen geschrubbt sozusagen. Das nennt sich auch Schrapp. Glaube ich, genau. Und dann gibt es eine Honigmaske, auch von Alverde. Die haben wir dann quasi so draufgegeben. Und dann sind die Lippen ganz schön weich ja, geworden. Ja, es war viel, viel besser als vorher, definitiv. Mhm. So, damit male ich jetzt auch nochmal ganz aus. Es ist auch so, dass halt diese Varianten mit dem Gloss, also ich habe viele Frauen in meinem Alter, die am liebsten Gloss benutzen. Ne? Aber ich persönlich auch definitiv. Es sieht immer gut aus. Ja, ne? Also Gloss muss man auf jeden Fall zu Hause haben. Ne? Definitiv. Das ist jetzt auch wieder so, wenn du mal riechst, ne? Das hat so was Minziges. Aber dieses Minzige macht natürlich dann auch die Lippe so ein bisschen voluminöser. Mhm. Ne? Da sind dann wieder so Stoffe drin, die ein bisschen aufplustern. Und es riecht so ein bisschen wie Pfefferminz, ne? Ja, So ganz leicht, ne? Also nicht so stark. Ja, nicht so stark. Mhm. Und, aber es ist auch so, der ist ganz angenehm, der bitzelt nicht so, ne? Also manche, die ja, ja, ne? Ich kenne das. Kennst du das? Ja, das ja, sind ja. Allerdings jetzt wirklich dann oft aus der Drogerie die etwas günstigeren. Dann hast du den Eindruck, die brennt die ganze Lippe. Extrem. Mhm. Ne? Und das finde ich dann auch nicht so angenehm. Also wie gesagt, da ist halt jetzt wieder der Unterschied zu High-End, ne? Da polstert es auf. Und durch die Konsistenz macht es auch mehr Volumen, aber es ist halt jetzt nicht so, dass es erstmal eine Stunde brennt, so ungefähr. Ne? Mhm. So, zeigen wir nochmal unsere Schmollmund. Zeigen wir nochmal unsere Kombination. Und dann gehen wir jetzt mal von pflegend, weil wir nehmen das jetzt wieder ab, auf haltbar. Mhm. Auch wichtig. Auch wichtig, haltbar. Weil man hat ja auch nicht die Zeit, den ganzen Tag nur Lippenstifte zu testen und immer wieder nachzumalen, sondern man muss ja auch mal gucken, dass man halt mal was Haltbares kriegt. Ne? So, das muss geschüttelt werden. Das ist also einer meiner Lieblings-alltagstauglichen haltbaren Lip Liner. Das ist die Nummer 35, Cheeky. Und das geht wirklich für jeden. Also ganz ehrlich, ich habe noch nie irgendjemand gehabt, der mit dieser Farbe nicht zurechtkam. Ich habe sie euch, glaube ich, auch im Video schon mal vorgestellt. Und die Fiona hat jetzt einen etwas hochpreisigen Lippenstift, der aber auch sehr haltbar ist und sehr pflegend ist. Das ist von NARS, Barbara. Und hat dann hier, was steht drauf, die 420. Von Trended Up, ne, ja, ist genau, es die 420 dazu. Ne? Das war eine gute Kombination. Und ich habe jetzt hier auch von Trended Up die 470 dazu. Also erstmal auftragen wieder. Das ist auch so ein Problem. Den habe ich jetzt wieder zu weit rausgedreht und schon ist er wieder ein Stück abgebrochen. Da muss man auch gucken, ne, dass man wirklich, also auch bei den Augenbrauenstiften, bei den Slimline oder hier auch, nicht zu weit rausdrehen. Ja, ne, habe ich bei dem jetzt auch nicht gemacht. Genau, ja, du hast richtig gemacht. Und das finde ich jetzt eine ganz super Farbe. Auch so ein Tipp. Es gibt Nude Lip Liner, die passen perfekt zu eurer Lippenfarbe. Also wenn ihr das mal auch ein bisschen austestet und den perfekten Ton zu eurer Lippe findet, dann könnt ihr das auch immer so komplett auftragen, nur Gloss drüber. Und es vergrößert, wie ihr hier schon seht, die Lippe enorm, weil ihr könnt ein bisschen rübermalen und habt den gleichen Ton. Ne? So, und bei hier habe ich auch schon häufiger gehört, dass er nicht so deckend ist, aber es kommt darauf an, man muss es immer schütteln. Sowieso Kosmetikprodukte vor Gebrauch immer schütteln. Na, weil sich immer was absetzt, wenn die liegen oder stehen. Ne? Mhm. Das ist jetzt Vinyl Ink. Die gibt es auch matt. Aber wie gesagt, also ich finde immer, dass gerade wenn man in dem Nude-Bereich bleibt, wenn man ein bisschen Schimmer drauf hat, dann vergrößert es auch noch. Der ist ja jetzt auch eher ein bisschen matter. Aber der gefällt mir auch gut und ist auch gar nicht trocken oder so. Nee, ne? Fühlt sich auch gut an. Ja.
Das ist auch ein ganz toller Lippenstift. Habe ich also auch bei einigen YouTuberinnen schon selbst gesehen. Und da bin ich auch Opfer geworden und habe ihn gekauft. Die haben mich influenced sozusagen. Und ich muss sagen, also wirklich, aber er ist toll, ne? Ja, der gefällt mir echt Ne? gut. Ich glaube, ich Sieht habe sehr den schön bei der an. Olesja gesehen, ne? Also das fand ich also super schön. Aber muss ich sagen, guck mal, ne? Nochmal Ja. so. Ich finde den auch super, Ja, die ne? sind beide Also sind schön. beide schön, ne? Und sind auch wieder, Unterschiedlich, aber individuell schön. ja, ne? Beide schön. So, dann sind wir fast durch. Hast du noch irgendwie eine Frage Ja, oder ja? also es waren jetzt sehr viele rosa Stechige dabei. So was Braunes wäre natürlich auch gut. Ich weiß ja, dass du sowieso alle Töne hast Ich habe alle bei Töne. deiner Großen. Genau. Also ich habe tatsächlich eine Riesensammlung. Und da muss ich sagen, an der Stelle mal nochmal Hallo Heike. Ne? Die hat nämlich nachgefragt, also auch eine Zuschauerin, die wollte gerne mal, deshalb bin ich auch aufs Video gekommen, nudefarbene Lippenstifte, was ist für unser Alter schön? Und die fragte zum Beispiel nach Braun. Jetzt kommt der Jetzt kommt letzte die noch. Braune. Jetzt kommt nochmal der Braune, ganz zum Schluss. Und da muss ich sagen, da bin ich ja immer sehr offen, finde das auch immer toll. Meine Zuschauerinnen schreiben immer ganz, ganz liebe Kommentare und da freue ich mich total drüber. Das ist nämlich dann, die bringen mich auch immer auf die Ideen. Und wenn ihr dann einfach mal unten in die Kommentare schreibt, was euch interessiert, das ist so wichtig für mich, damit ich euch ein schönes Video machen kann. Was habt ihr für Fragen? Was habt ihr für Probleme? Was habt ihr für Wünsche? Und ich drehe das gerne für euch und gebe euch gerne Tipps. So. Welche hat dir denn jetzt am besten gefallen? Was sind deine Lieblingskombinationen? Also ich glaube tatsächlich der Der erste, ja, der erste? erste hatten wir schon So gut vor, wann gefallen. hatten wir den? Gestern oder so schon mal aufgetragen. Der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, ja. Da muss ich sagen, wenn man jetzt zum Beispiel hier so was Farbiges anhat, dann ist es auch immer so. Dann kann man mal mit dem Lippenstift so ein bisschen zurücktreten lassen. Auch bei Rot ist das. Also man soll nicht unbedingt, wenn man rot gekleidet ist, auch einen roten Lippenstift nehmen, sondern auch von der Farbe ein bisschen zurücktreten lassen oder auch mal Nude nehmen und die Augen mehr betonen. Denn das ist auch immer so, wenn die Lippen etwas zurücktreten, dann dürft ihr bei den Augen ein bisschen mehr Gas geben. Ne? So, was sagst du? Sehr schön, perfekt, Braun? passt super. Mann, für die Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei dem Video wie wir. Ja, definitiv. Ja, das hat uns total viel Spaß gemacht. Und wer jetzt vielleicht noch ein paar Tipps und Tricks wissen möchte für volle Lippen im Alter, ich habe hier oben noch ein Video gemacht. Und ansonsten wünschen wir Fiona natürlich alles Gute in Ja, ihrem vielen Jahr Dank. in Frankreich. Genau. Und natürlich immer schön weiter die Videos von meiner Tante gucken und abonnieren, nicht Ah, das ist vergessen. ja lieb, genau so machen wir es. Und ansonsten sagen wir einfach jetzt mal Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.